Hey Martin, was ist dein Lieblingsinstrument? Mein Lieblingsinstrument? Ja? Das erfährst du erst im Wolfcast. Wir präsentieren Ihnen den Wolfcast. Hey Mary, hoi! Hey, ich habe Ferien. Ja, in der Ferien. Sieht schön aus. Palera. Ich habe ja gemeint, ich sehe eine Ferien. Ja, bis noch nicht, hä? Bin noch nicht. Hey, also sag mal, was ist denn dein Lieblingsinstrument? Ja, das gibt keine einfache Antwort. Mein Herz schlägt natürlich für den Bass. Ist klar. Ja. Im Moment bin ich wahnsinnig viel Hockey hinter dem Klavier. Mm. Und du wirst lachen, aber vom Chören her, was ich wahnsinnig gerne habe, ist Trompete. Ja. Ich bin froh, dass du es gerne. Hey, mehr Insights gibt es im Newsletter, oder? Das wäre mal etwas, wo wirklich Insights. Ich schreibe mir Fingerwund. und der Einzige, was liest, bin ich selber. Ja, vielleicht will ich besser einen Sound produzieren, oder? Ja, also der sich jetzt anmeldet, namentlich, der kommt im Fall gerade, der wird verewigt in einer Liedziele. Cool. Ja. Jetzt haben wir gerade zweimal Lieder gebracht, das heisst, es ist Zeit für den Soundschnipsel, oder? Definitiv. Und da sind wir jetzt mit in einem Projekt. Aus einer Challenge raus, oder? Aus einer Challenge, ein paar Filter drüber gelegt und ich finde es Hammer. Ich finde es auch mega lässig, wirklich. Das war die Stick öffentlicher Platz-Challenge, die wir jetzt als Grundlage nehmen für den neuen Schnipsel und wir schauen dann einfach an. Sehr cool. Es ist super cool. Hey. Es ist wirklich, ja. Also das machen wir nur noch so. Ja. Also es wäre mein Tipp für alle anderen, auch mal so etwas zu machen. Tipp? Hey, mein Tipp ist Casa Ursulina in Valera, 30 Minuten zu Fuß von Lax. Super schön, verkehrsfrei, Hammer. Cool. Geht gut. Ja. Mhm. Dann kommen wir schon wieder zu der Challenge und du hast heute wirklich, also wie sagt man, Komfortzone. Ah. Wirklich, okay. Du rutschst jetzt direkt rein, du wirst es merken, weil du kannst auswählen. Ich habe zwei Optionen. Gut, und ich nehme das B. Das willst du machen. Wie? Das B, ich nehme das B. Okay. Nein, also komm, sagen wir zuerst beide. Ich bin froh. Also, ja. Option A. Du musst Schlagzeug spielen. Und zwar Epic, der Beat von Epic von Faith No More. Ist cool. Okay. Und Option B, wir machen, das ist auch eine Challenge für mich, wir machen den nächsten Wolfcast auf Englisch. Aha. Ja. Wie lang habe ich Bedenkzeit? 3 Sekunden noch. 3, 1, 2. Oh. Gut, cool, freue mich. Ich kann unterstützen mit Equipment. Ja, sehr gerne. Ich habe relativ wenig Schlagzeug bei mir daheim. Ja. Gut, du kannst ja schon gleich üben. Weißt du, nur schon Sticks helfen. Ja, ich nehme es beim Mede auf. Super, perfekt. Kleiner los, ja. Schnell rein, kannst du auch ein bisschen mit den Händen ein bisschen vorüben. Dann kommen wir eigentlich zum Ausblick. Ja, E-Pick. Epic ist ein Ausblick. Also du musst wirklich nicht nächstes Mal. Es kann auch übernächstes Mal oder so sein. Ja, nein, da brauchst du schon mehr Zeit. Ein Schnipsel daraus und ich spiele den Bass oder so. Ja. Wollte aber nicht vorgreifen. Und was haben wir wollen sagen? Ausblick. Ja, wir arbeiten wieder am Schnipsel oder am jetzigen Schnipsel, am 25. 25b wird kommen. Ist so etwas in der Pipeline, das wird super. Und wir machen einen kurzen Cast, wenn du in Verbier bist. Ja, das ist super. Also, was sind wir eigentlich? Im 15. sind wir, gell? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, das ist der Wolfcast 15.
Und wir machen 16, wenn ich dann auch im Werbe bin und vielleicht auch noch ein bisschen Panorama, obwohl das Wetter ist ja nicht so, dass man ja wirklich einen Ausblick dann hat. Aber so etwas machen wir. Das machen wir. Das ist super. Perfekt. Dann ist das gewesen. Ja, bis zum nächsten Mal. Hey, wach schnell. So. Was ist heute für ein Tag? Bestes machen. Tschüss zusammen. Schönen tschüss. Sonntag. Ciao. Oh, es fängt zwar gerade an zu schiffen, aber... Ja, ich sitze auch am Himmel. Jetzt kannst du nicht sagen, es fängt an zu schiffen.